Vielleicht solltest du dir helfen lassen. Von jemandem. Du meinst einen Psychologen? Ich würde es eher als eine Art Kur sehen. Eine Erholung für Geist und Körper. Tja, vielleicht ist so eine Kur ja gar nicht so schlecht. Haben Sie denn etwas Brauchbares gefunden in Jansens Büro? Ich denke schon. Mit diesen Informationen habe ich ihn in der Hand. Max Jansen muss mich gegen Kaufmann vertreten. Es bleibt ihm gar keine andere Wahl. So ein Schmalz! Also wer das geschrieben hat, der muss total bekloppt sein. Zeig mal her. Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Also so schlecht finde ich das gar nicht. Stimmt, es ist super schlecht. Du hast eben kein Verständnis für die zarte Sprache der Liebe. Von so jemandem, der das geschrieben hat, möchte ich gar nicht geliebt werden. Git. Kennst du ihn denn? Ich glaube, so ein Typ aus meiner Klasse. So ein kleiner mit Segelohren und Pickel und dick. Der guckt mich immer so komisch an. Aber der hat sich doch auf jeden Fall Mühe gegeben, das musst du ja zugeben. Und wenn schon. Und wenn dir der Typ jetzt sympathisch wäre, fändest du es dann vielleicht gut? Wer immer das hier verbrochen hat, so jemanden könnte ich nie im Leben mögen. Ich glaube tatsächlich, dass sie mit so einer läppischen Entschuldigung alles wieder gut machen kann. Als wäre nichts passiert. Du musst versuchen, den ganzen Mist mit Kathi und Taino einfach zu vergessen. Wie denn? Sie hat mir doch total viel bedeutet. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Hey, jetzt mach dich nicht auch noch selber fertig. Guck mal, ich hätte mich genauso gut in Kathi verknallen können. Du? Bist du sicher? Nein, sie ist einfach nicht mein Typ. Na siehst du, es liegt also doch an mir. Mich so zum Idioten zu machen die ganze Zeit. Das hatte sie bestimmt nie vor. Und das ändert auch nichts. Du, ich muss jetzt eigentlich los, oder? Soll ich den Sportkurs ausfallen lassen? Nee, geh ruhig. Bestimmt? Ja. Okay, wir sehen uns, ja? Und Kopf hoch. Leiten Sie das an die Westfälische Zeitung weiter. Sind das die Unterlagen, die Sie... Ganz richtig, die ich mir in der Kanzlei Jansen neulich beschafft habe. Herr Jansen wird nicht erfreut sein. Sein Pech? Hätte er sofort eingewilligt, mich in der Scheidung gegen Kaufmann zu vertreten, bliebe ihm das erspart. Aber so? Wollen Sie denn wirklich, dass er seine Mandanten verliert? Sie haben es erfasst. Aber das wird ihn wirtschaftlich ruinieren. Und dann kann er ja für mich arbeiten. Und das alles nur, um ihn gegen seinen eigenen Vater aufzuhetzen. Wenn Sie wüssten, was Peter Kaufmann mir alles angetan hat, würden Sie nicht so viel Mitleid mit ihm haben. Mir tun beide leid. Kaufmann und Jansen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie aus moralischen Gründen den Job nicht weitermachen wollen. Sie wissen ganz genau, dass ich das nicht kann. Jetzt tun Sie mal nicht so, als ob ich Sie erpressen würde. Ich helfe Ihnen sogar noch, Ihr Kind durchzufüttern und Ihre Schulden zu tilgen. Apropos. Wo bleibt denn mein letztes Honorar? Das überweise ich Ihnen, wenn Sie das da abgeliefert haben. Dann machen Sie sich auf den Weg.
Sie könnten sich wenigstens verabschieden. Undankbar. Das ist schon das dritte Mal in dieser Woche. Ich habe noch was anderes zu tun, als hier rumzusitzen und auf dich zu warten. Wenn es dir nicht passt, beschwer dich doch bei Nina. Was ist dir denn mit dem Leber gelaufen? Ein Elefant? Ach komm, ich denke, du hast zu eilig. Los. Machst du mir bitte eine Cola? Darf ich fragen, warum du so schlecht gelaunt bist? Deinetwegen. Meinetwegen? Was habe ich denn gemacht? Dein Rat, der war absolut hirnrissig. Als ob heute noch irgendjemand so einen poetischen Kram schreibt. Dann ist dein Gedicht wohl in die Hose gegangen. Nee, es war der Lacherfolg. Tut mir leid. Vielleicht stehen ja eher ältere Frauen auf sowas. Wie meinst du das jetzt? Naja, Frauen in deinem Alter eben. Ey, ich bin nicht mal 30. Ja, aber Alexa ist gerade mal 16. Die steht nicht auf Liebesgedichte. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie nicht verliebt ist. Nein, es liegt daran, dass sie einfach nicht auf Poesie abfährt. Hast du ihr denn gesagt, dass das Gedicht von dir ist? Bist du wahnsinnig? Ja, also ist doch alles in bester Ordnung. Denkst du, aber irgendwann kriegt sie Spitz, dass ich das Gedicht geschrieben habe und dann... Ja, was dann? Ja, dann bin ich bei ihr unten durch, auf immer und ewig. In Ordnung, ich würde es der Chefin ausrichten, wenn sie wiederkommt. Danke, Angelo. Guten Abend, Herr Kaufmann. Guten Abend, Herr... Jansen, Max Jansen. Ach ja, richtig. Übrigens, falls Sie essen wollen, probieren Sie die Gänseleberpastete. Danke, ich glaube, die liegt mir zu schwer im Magen. Und mit schweren Brocken haben Sie doch Erfahrung. Ja, wenn ich da an Ihre Mandantin Clarissa von Anstetten denke. Ich muss Sie enttäuschen, sie ist nicht meine Mandantin. Oh. Dann habe ich das wohl neulich falsch verstanden. Nun ja, Frau von Anstetten war wohl etwas voreilig. Typisch Clarisse. Sie trifft gerne einsame Entscheidungen. Zum Glück kann man Nein sagen. Ich würde Ihnen raten, auch dabei zu bleiben. Ja, es sei denn, Sie sind an beruflichem wie privatem Ärger interessiert. Ihre Frau muss Ihnen das Leben ja ganz schön schwer gemacht haben. Mein Bedarf ist jedenfalls gedeckt. Also dann. Schönen Abend noch. Möchtest du dich nicht zu deinem Anwalt setzen? Freu dich bloß nicht zu früh. Was nicht ist, kann noch werden. Den Eindruck hatte ich aber gar nicht. Lass es mal meine Sorge sein. Wie auch immer, kein Anwalt dieser Welt wird verhindern können, dass ich den Anteil an deinem Vermögen bekomme, der mir zusteht. Gute Nacht. Du wirst dich noch wundern. So, die bitte auch noch. Mhm. Habe ich jetzt auch alles? So, brauchen Sie mich noch? Nein, vielen Dank. Du bist schon soweit? Ja. Hast du das mit der Klinik geklärt? Ja. Morgen früh kann es losgehen. Gut. Schon nicht durch. Ich kann mir denken, wie du dich fühlst. Die Klinik hat einen sehr guten Ruf. Ich bin sicher, dass man dir dort helfen wird. Eigentlich möchte ich nur eins. Endlich wieder ich selbst sein. Ich muss mich übrigens noch bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Ich hätte Sie meinem Mann gegenüber nicht als meinen Anwalt ausgeben dürfen. Warum haben Sie es dann getan? Ich wollte Ihnen einfach etwas verunsichern. So beeindruckend bin ich ja nun auch wieder nicht. Sie unterschätzen sich. Aber ich habe es längst akzeptiert, dass Sie mich juristisch nicht vertreten wollen. Und können. Hat sich wegen des Einbruchs in Ihrer Kanzlei eigentlich noch mal was Neues ergeben? Nein, ich habe es jetzt noch nichts von der Polizei gehört. Ich nehme an, für die ist die Sache erledigt. Zum Glück ist ja nichts gestohlen worden. Das habe ich in erster Linie Ihnen zu verdanken. Ach was. Außerdem befinden sich ja nur Akten in Ihrem Büro. Wen interessiert das schon? Nun ja, die Unterlagen sind zum Teil streng vertraulich. Das wäre eine Katastrophe, wenn sie in falsche Hände gerieten. Dann wollen wir mal hoffen, dass tatsächlich nichts weggekommen ist. Entschuldigen Sie bitte. Jansen? Ja, ist gut, ich komme sofort. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss gehen. Ist etwas passiert? Das war einer meiner wichtigsten Mandanten, der will mich dringend sprechen. Ich verstehe. Entschuldigen Sie bitte, auf Wiedersehen.
10 Pfennig Trinkgeld. Ich würde meine schlechte Laune nicht an den Gästen auslassen. Würdest du nicht? Ich meine ja nur. Du kannst deine Kiste wieder zumachen. Welche Kiste? Na, die mit den guten Ratschlägen. Okay, die Sache mit dem Gedicht ist in die Hose gegangen. Ich habe mich total blamiert mit dem blöden Geschreibsel. Im Gegenteil. Du hast bewiesen, dass du ein feinfühliger Mensch bist. Frauen stehen auf sowas. Erzähl du mir nochmal, worauf Frauen stehen. Die Sache mit dem Gedicht war okay. Vielleicht sollten wir nur noch ein bisschen was an der Wortwahl ändern. Wir? Na, ich helfe dir, wenn du willst. Sag mal, für was hältst du das hier eigentlich? Für so eine Art sportlichen Wettbewerb, mal sehen, ob wir so rumkriegen? Okay, entschuldige, es war nur gut gemeint. Ich schreibe auf keinen Fall nochmal ein Gedicht und ganz sicher keins mit dir. Guten Abend. Grüß dich. Ist irgendwas? Also, wenn ich ehrlich bin, in Jonas Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Ja, und ich nicht in der von Kathi. Sag mal, kannst du mir erklären, warum Jonas seine Sachen hier gelassen hat? Eigentlich wollte er doch gleich nach Hause. Ja, keine Ahnung. Vielleicht will er noch mal hier übernachten, um nicht alleine zu sein. Ja, vielleicht. Ja? Entschuldigt, ich wollte noch meine Sachen holen. Du warst beim Friseur. Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt Hannah noch ähnlich sehe. Ach komm, du weißt, dass Kathi nichts dafür kann. Sie hat mich fast umgebracht. Ich bin selbst schuld, wenn ich mich auf dieses Scheißspiel eingelassen habe. Ja, es steht übrigens gut, deine neue Frisur. Danke. Ich wünsche euch was. Herr Beinbach, guten Abend. Guten Abend. Setzen Sie sich doch. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Danke, nein. Was kann ich für Sie tun? Das haben Sie wirklich prima hingekriegt. Was meinen Sie? Was werde ich schon meinen? Unseren Prozess gegen Müller-Meinhardt natürlich. Das war eine juristische Glanzleistung, mein Lieber. Ach so, das? Nur keine falsche Bescheidenheit. Sogar die Richterin war sehr beeindruckt von Ihnen. Die Gegenseite hatte nur die schlechteren Argumente. Unsinn, Sie hatten einfach die besseren. Einfach fantastisch, wie Sie dem gegnerischen Anwalt den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Er hätte sich vielleicht etwas sorgfältiger auf das Verfahren vorbereiten sollen. Sehen Sie, das gefällt mir so an Ihnen. Sie sind jederzeit gewappnet. Ihnen wäre so etwas nie passiert. Gute Vorbereitung gehört zu meinem Job. Haben Sie nächste Woche Zeit? Ich möchte, dass Sie zu mir nach Hause kommen. Ein kleines Essen, Sie wissen schon. Meine Frau würde sich auch sehr freuen. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich rufe Sie an. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, danke. Ich finde alleine raus. Haben Sie die Unterlagen abgegeben? Ihr Bekannter bei der Westfälischen Zeitung lässt Sie freundlich grüßen. Der Artikel erscheint morgen. Allerdings verstehe ich nicht so ganz, inwiefern diese Veröffentlichung Jansen schaden kann. Sie wird dem schaden. Verlassen Sie sich drauf. Das Material ist doch völlig harmlos. Ohne den Begleitbrief schon. Ach so? Früher oder später werden Sie es ja doch erfahren. Aus dem Brief geht hervor, dass Max Jansen wichtige Informationen an die Konkurrenz weitergegeben hat. Natürlich für Geld. Dann kann er seine Kanzlei dicht machen. Vermutlich wird er seine wichtigsten Mandanten verlieren. Richtig. Und seine Zulassung als Rechtsanwalt. So weit wird es nicht kommen. Gegen die Richtlinien der Anwaltskammer können Sie wohl kaum was machen. Max Jansen wird seine Zulassung nicht verlieren. Schließlich brauche ich ihn noch für meine Scheidung. Sie gehen definitiv zu weit. Jetzt hören Sie doch auf. Er kann auch dann für mich arbeiten. Da verdient er genauso viel wie mit seinen jetzigen Mandanten. Danke, Dirk. Was ist? Denkst du immer noch an Jonas? Ja. Er tut mir irgendwie so leid. Mir auch. Wenn ich ihm nur irgendwie helfen könnte. Daniel, versteh mich bitte nicht falsch, aber so unschuldig ist Jonas in seiner Situation gar nicht. Ich meine, wir haben ihn alle mehrmals gewarnt. Und sich jetzt hinzustellen und zu behaupten, es wäre alles Katis Schuld, das ist einfach unfair. Ja, du hast schon recht. Er hat sich freiwillig auf diese Geschichte eingelassen und immer schön die Augen vor der Realität verschlossen. Er hat Kathi eben geliebt. Ja, mehr als ihm und ihr gut getan hat. Aber für Kathi ist die Situation auch nicht gerade klasse. Alle denken doch jetzt, sie hat sie nicht mehr alle. Ich wünsche ihr, dass es ihr bald wieder besser geht. Ja, hoffentlich fällt sie nicht wieder in ihre Traumwelt zurück. Das glaube ich nicht.
Ja, sie hat erst Heino verloren und jetzt Jonas. Das kann man nicht vergleichen. Doch, für Kathi ist es das Gleiche. Ich glaube, dass sie überhaupt jetzt erst merkt, dass Heino nicht mehr lebt und dass sie sich die ganze Zeit was vorgemacht hat. Das muss wirklich schlimm für sie sein. Manchmal bin ich glücklich, dass ich sowas noch nicht erlebt habe. Was? Naja, ich habe noch nie jemanden verloren. Außer meinem Bruder, und den habe ich nicht mal gekannt. Ja, jemanden zu verlieren, den man liebt, das ist keine schöne Vorstellung. Was ist los mit dir? Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Nichts. Ich stehe immer nicht auf amerikanische Trash-Movies. Trash-Movies? Was soll das überhaupt sein? Außerdem muss ich arbeiten. Uli! Na? Hi. Und du? Treibst dich wieder in Kneipen rum, hm? Ich betrinke mich gerade mit Cola. Wie aufregend. Christian, machst du mir ein Spezi? Mir ein Bier, bitte. Tom, setzen wir uns da rüber? Warte mal, ich muss dir unbedingt was zeigen. Du lachst dich tot. Was ist denn das? Ein Liebesgedicht. Das erste, das sie bekommen hat. Soll ich's vorlesen? Also, ich kenn's schon. Von mir aus gerne. Vielleicht kann ich ja noch was lernen. Also, wie eine Sonne über grauer See sind deine Augen hell am Strahlen. Wie im Wald ein totes, rotes Reh schmerzen meine Liebesqualen. Also mir hat noch nie jemand sowas geschrieben. Sei froh, es ist grauenhaft. Nee, so schlecht ist es gar nicht. Das zeugt immerhin von echten Gefühlen. Ihr Jungs habt alle keinen Geschmack. Dass wir mit dir nicht mithalten können, ist schon klar. Ich werde morgen mal in meiner Klasse eine Umfrage starten. Ich bin gespannt, was meine Freundinnen dazu sagen. Das wird den Dicken mit der Brille aber ganz schön in Verlegenheit bringen. Na und? So kriege ich wenigstens raus, ob es von ihm ist oder nicht. Und ich soll wirklich nicht mitkommen zur Klinik? Nein, auf keinen Fall. Ich habe schon genug Unruhe in euer Leben gebracht. Henning fährt mich auch zum Flughafen. Na gut, ich wünsche dir alles Gute und halt die Ohren steif. Mach ich. Bestimmt geht es dir bald wieder besser. Ja, hoffentlich. So, die Koffer sind im Wagen. Wir können. Also, Caroline, mach's gut und grüß Isabel von mir, ja? Sie ruft dich sicher mal an. Mhm. Bis später. Jonas! Hier! Jetzt alles zurückhaben. Was soll das? Warum tust du das? Warum hast du mich nie so akzeptiert, wie ich bin? Ich hab dich echt geliebt, wie ich nie zuvor jemanden geliebt habe. Und du hast mich nur verarscht. Ich wollte dir nicht wehtun. Was glaubst du denn jetzt, wie ich mich fühle, hä? Du hast doch nie mich gemeint, sondern immer nur Heino. Das stimmt nicht. Ich glaube, das reicht jetzt. Was ist die denn schon? Ich hab das nie gewollt, wirklich. Sie bleiben hier. Jetzt haben Sie sich aber genug bei mir bedankt. Erst die Blumen, dann das Essen gestern und jetzt auch noch dieses Frühstück. Aller guten Dinge sind drei. Immerhin haben Sie den Einbrecher verjagt. Prost. Auf unsere Nachbarschaft. Köstlich. Bitte, bedienen Sie sich. Danke. Wie verlief denn Ihr Gespräch gestern? Ich hatte den Eindruck, Sie waren ein wenig angespannt. Der Mann ist einer meiner wichtigsten Mandanten. Aus der Wirtschaft? Als er mich anrief, dachte ich einen Moment lang, es könnte irgendetwas nach draußen gesickert sein. Inwiefern? Naja, ich denke natürlich immer noch, dass bei dem Einbruch neulich Unterlagen gestohlen worden sein könnten. Wie kommen Sie denn darauf? Vermissen Sie denn etwas? Nein, nicht direkt, aber man kann Akten auch kopieren. Herr Jansen, jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Tue ich auch nicht wirklich. Sie sitzen beruflich doch fest im Sattel. Ihnen kann doch gar nichts passieren. Naja, es geht bergauf. Na, sehen Sie. Auf Ihre erfolgreiche Zukunft. Milch, Butter, Brot. Mhm. Sonst irgendwas? Ich würde gerne mal wieder irgendwas mit Gemüse essen. Du nicht auch? Hm? Du könntest dich ruhig mal ein bisschen beteiligen. Ja, mache ich doch. Woran? Wir planen einen Banküberfall. Wir brauchen noch einen dritten Mann. Bist du dabei? Was ist los? Du hörst nicht mal zu. Ach, Mann. Vergiss es. Ich muss eh los. Hast du mal Glück gehabt. Verdammt, mein Wecker ist stehen geblieben. Die älteste Ausrede seit Erfindung der Dampfmaschine. Aha. Wo ist meine Jacke, verdammt? Ich muss in die Schule.
In diesem Zusammenhang fällt mir glatt das Wort Aufräumen ein. In mein Zimmer. Also ich muss jetzt los. Ciao. Los, tschüss. Tschüss. Jetzt besser? Du hast ja erreicht, was du wolltest. Kathi und ich sind wieder getrennt. Aber wir waren ja nie zusammen. Nicht wirklich. Ich hatte nie eine Chance gegen dich. Nicht die geringste. Sie liebt dich immer noch. Wenigstens mit ihr prügeln könnte. Naja, das ist ja vorbei. Nochmals, vielen Dank für die Einladung. Und wenn Sie irgendetwas brauchen, rufen Sie einfach kurz durch. Ich werde bei Gelegenheit auf Ihr Angebot zurückkommen. Ja, dann gehe ich mal besser. Sie gestatten? Janssen! Herr Weinbach! Haben Sie heute schon in die Zeitung geschaut? Noch nicht. Das sollten Sie aber. Das begreife ich nicht. Haben Sie tatsächlich geglaubt, dass Sie damit durchkommen? Herr Weinbach, ich verstehe nicht, wie diese Dokumente in die Zeitung kommen konnten. Sie haben vertrauliche Informationen über meine Firma an die Konkurrenz verkauft. Sind Sie lebensmüde? Da muss ein schrecklicher Irrtum vorliegen. Erzählen Sie mir nichts. Dieses Detailwissen kann nur von Ihnen stammen. Völlig ausgeschlossen. Aber ich werde mich selbstverständlich sofort darum kümmern. Sparen Sie sich die Mühe. Wir sprechen uns vor Gericht wieder.